nicht Kekse. Oh, da ist ja noch was. Da haben wir noch was übersehen. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Tigers Gesichter. Also ein Gesicht von Tigger. Das war sicher nicht das einzige. In jedem Gesicht von Tigger befinden sich Kekse. Und ich habe wieder eines gefunden. Okay, das waren noch nicht alle. Auf der Zielscheibe steckte genau in der Mitte ein Pfeil, aber er steckte nicht besonders fest. Okay. Okay, ich schätze, dass wir hier irgendwas finden müssen, damit wir den Pfeil rausbekommen werden. Okay, wir müssen wieder komplett zurückgehen. Ich frage mich, was ich da suchen kann, damit ich den Pfeil rausbekomme. Vielleicht einen Hammer oder so. Oder auch eine Zange. Vor allem frage ich mich, wofür der Korn gut ist. Wahrscheinlich muss ich irgendwo Blumen pflanzen. Ja, geh mir mal hier rein. Hä? Ach so, ein Wusel. Er möchte wieder gewuselt werden. Du hast keine Chance. Das hast du jetzt begriffen, Wusel, oder? Dass du keine Chance gegen mich hast. Oh ja, das war's für ihn. Was passiert hier? Was zum Teufel war das denn? Okay, wie es mir scheint, ist einfach ein Tor runtergegangen, wo Pooh Bear nicht weiterkam im gestrigen Part. Oh Mann, die Kekse-Suche wird immer schwieriger. Ah, vielleicht da. Alles klar. Dann wissen wir, wo wir jetzt die Kekse bekommen. Es scheint gar nicht mal so leicht zu sein, die Kekse zu sammeln, beziehungsweise sie zu finden, aber das wird schon. Ich denke, Ferkel aufheitern hat keinen Sinn, da Ferkel eh noch nicht erschreckt wurde. Oh, wir sehen das Karussell. Ich denke, wir müssen die Kiste da reinschieben, oder? Ferkel entdeckte unter seinem Fuß ein winzig kleines Loch. Genau richtig, um ein Samenkorn darin einzupflanzen. Okay, ein Samenkorn also. Okay, und jetzt die Kiste. Thank you.
Wuppi-Blume. Wir klettern jetzt darauf, um zu springen. Alles klar. Dann mal nach oben. Hui, das war ja lustig. Das nenne ich springen. Tiger? Tiger? Daddy, eine katastrophale Katastrophe. Tiger, du bist ja ganz orange. Hast du wirklich deine Streifen verloren, Tiger? Ja. Ein Tiger ohne Streifen ist die schlimmste Sorte Tiger, die es gibt. Ich glaube, von jetzt an bin ich ein streifenloser Tiger. Ach, armer Tiger. Mach dir keine Sorgen, Tiger. Wir werden dir deine Streifen wieder besorgen. Wirklich? Oh, vielen Dank, Fatima, mein Freund. Übrigens, ich habe gesehen, wie die Streifen zum Jahrmarkt rübergehüpft sind. Vielleicht solltet ihr da mal nachsehen. Armer Tiger. Er scheint wirklich sehr darunter zu leiden, keine Streifen mehr haben. Keine Streifen mehr zu haben. Alles klar, wir haben alle Kekse eingesammelt. Jetzt schauen wir uns mal das hier an. Ein Magnet. Ein Magnet. Ein interessanter Fund. Der riesige Ballon versperrte Ferkel den Weg. Er braucht etwas Spitzes, um ihn zum Platzen zu bringen. Was meinst du, was das sein könnte? Ja, gute Frage, Erzähler. Ich glaube, aber ich habe schon einen Plan. Okay, das war echt lustig. Okay, Ru kommt nicht mit. Schade. Also was ich jetzt mit meinem Plan gemeint habe, dass ich jetzt zurückgehen muss mit dem Magneten dann die Nadel oder was auch immer das war zu holen. Ich glaube, dass es eine Nadel war. Ich denke, mit dem Magnet könnte ich die Nadel bekommen. Oi, 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 oi. Der Weg ist richtig lange. Ja, wie es aussieht, sind wir gleich da. Also, wenn meine Vermutung richtig war, dann bekommen wir mit dem Magneten die Nadel oder den Stecker. Perfekt. Unser mutiger Freund schaffte es, den Pfeil herauszuziehen. Ja, genau. Ein Pfeil war das. Also keine Nadel, sondern ein Pfeil.
Ja, dann gehen wir wieder zurück. Den weiten Weg wieder komplett zurück. Übrigens, wir brauchen immer noch eine Eintrittskarte, damit wir hineinkommen, wo wir gestern gewesen sind. Oh, da vorne ist ein Wusel. Ich meine ein Jack. Ein Jackpot-Elefant. Ein Jackofant. Okay, ich habe mich verdrückt. Sorry, Leute. Und nach oben geht's wieder. Ja, und nun können wir den Ballon zum Platzen bringen. Fand eine Eintrittskarte. Jawohl, ich habe endlich die Eintrittskarte. Ja, ich glaube, hier war das. Ja, genau. Hier war das mit der Eintrittskarte. Hast du Tigers Streifen gesehen? Ja, habe ich. Hier entlang. Sie sind im Geisterhaus, aber das Tor ist verschlossen. Du Ferkel, ich habe eine Idee, wie wir es öffnen können. Ich habe dieses Zeichen auf dem Boden gefunden. Ob das in Heffalump oder in Wusel verloren hat? Wenn du die anderen drei Symbole findest, kannst du vielleicht das Tor öffnen. Alles klar. Ich habe verstanden. Das bedeutet, dass wir Bilder suchen müssen. Nur wo ich die genau suchen soll, da habe ich echt keinen Plan.
Okay, wir haben alle Kekse gefunden, dann kaufen wir uns gleich eine Grimasse. Okay, das war echt geil, Mann. Aber ich habe immer noch keinen Plan, wie ich die ganzen Sachen hier finden soll. Aber wenn ich darüber nachdenke, vielleicht muss ich noch ein paar Wusels und ein paar Hepferlumps erschrecken. Gehen wir am besten mal zurück. Ja. Ich glaube, meine Vermutung war richtig. Also meine Vermutung hat gestimmt. Wo ist denn das Bild? Da war doch ein Bild, oder? Ah, hier. Ferkel hob etwas auf, das wie das Symbol eines Blattes aussah. Alles klar, wir haben den nächsten Hepferlumpf gefunden. Okay, das war aber nicht das Neue. Fand etwas, das wie ein Sonnensymbol aussah. Jetzt brauche ich nur noch die Wusels. Ignorieren wir den einfach. Das war wieder nicht das Neue. Alles klar. Also hob Ferkel etwas auf, das wie das Symbol einer Schneeflocke aussah. Thank you.
Schon wieder das Alte. Ich weiß nicht, warum Ferkel nicht das Neue macht.